Ich stelle dir heute ein brandneues Delay-Plugin vor, das über eine Sonderfunktion verfügt, die ich so bei noch keinem anderen Delay gesehen habe. Geht los! Hallo, ich bin Martin, schön, dass du da bist. Die Rede ist von Comeback Kit von Baby Audio. Das ist eine noch recht junge Plugin-Firma aus den USA. Und wie alles bei Baby Audio sieht auch dieses Plugin hier zumindest vom Design her recht 80s angehaucht aus. Ob auch der Klang 80s ist, das checken wir jetzt gleich aus in einem Demo, das ich dir zusammengestellt habe und in dem ich dir zeige, was das Plugin hier so kann. Und danach zeige ich dir nochmal im Genaueren die Parameter und wie du das Ding einstellen musst, dass es für deine Zwecke funktioniert. Viel Spaß! Nicht schlecht, oder? Was hältst du von Comeback Kit bis jetzt? Schreib es mir mal unten in die Kommentare. Gut, schlecht, eher mittelmäßig, würde mich interessieren. Ich finde es nicht schlecht. Ich habe ein bisschen damit rumgespielt bisher. Und was ich richtig cool finde an diesem Teil, ist wirklich dieser interne Ducking-Effekt. Das ist eine unschlagbare, gute Idee, dieser Ducker, weil ich sehr oft meine Delays und auch Reverbs ducke. Und das ist viel einfacher, wenn es direkt schon im Delay drin ist. Also das ist eine richtig schicke Idee. Ich zeige dir jetzt einfach nochmal die Parameter ein bisschen genauer im Einzelnen und was du damit anstellen kannst. Ich gehe hierfür zunächst mal hier komplett zurück. Wir schalten das Feedback ganz runter und hören uns einfach mal nur den Klang an jetzt hier bei so einem E-Piano. Und dann zeige ich dir noch so ein bisschen, was du damit machen kannst und auch wie du mit den Delays hier im Einzelnen arbeiten kannst. Also ich habe jetzt hier einfach so ein FM-Piano. Okay, und wir fangen einfach mal ganz links. Ach so, jetzt schalte ich es zu. Man kann es nämlich auch nur als Soundeffekt benutzen. Das war es jetzt trocken. Ne? So klingt jetzt hier mit so einem 64. Delay. Und hier hast du zunächst mal die Ping-Pong-Option. Ja? Das ist hin und her wandert das Delay. Und jetzt fangen wir hier mal links an. Das ist dieser Widener. Damit kannst du, ja, das sind so LFO-Filter oder Modulationseffekte, sowas in die Richtung. Das verzögert die Zeit links und rechts nochmal. Und damit kannst du das Delay breiter machen oder den Sound hier breiter machen. Und auch ein bisschen weicher. Ja, Mono Stereo ist klar, dann gehen wir mal hier hoch. Was ich hier jetzt noch machen kann, ist Source, das ist Hall. Ich kann hier also noch Hall hinzufügen, direkt im Delay-Plugin selber, das ist auch nicht schlecht. Okay, einen sehr weiten, breiten Klang zu bekommen. Dann haben wir hier Tape und Swirl, das zeige ich jetzt mal am besten, wenn wir hier ein Delay einstellen. Ich lasse mal die Drums laufen, machen wir mal den Hall und den Widener wieder raus. Und jetzt nehmen wir einfach hier ein bisschen was vom Plugin, vielleicht nochmal 16. hier.
Genau, und dann Feedback ein bisschen hoch. Also Tape ist klar, das ist einfach Bandsättigung oder das Geräusch der Bandsättigung ist es hier. Und Swirl ist ein Phaser, den ich dazu fahren kann. Ja, und was ich hier noch habe, ist ein Cheap-Button. Da kannst du hier das Signal auf 16-Bit runterfahren und so ein bisschen billiger machen. Das kann ich vielleicht auch nochmal so zeigen. Also so klingt es so. Hier ist der Cheap-Button jetzt. Ja, damit kannst du das Signal so ein bisschen billiger machen und kommt so ein bisschen Static Noise mit rein. Aber wir haben hier jetzt nochmal, wie gesagt, Tape und Swirl, das ist der Phaser. Das probieren wir auch mal. Ich lasse einfach die Drums mal laufen. Bandsättigung und Phaser. Also das klingt sehr gut und ist auch sehr gut gemacht, hier diese Phase-Effekt. Damit kannst du schöne Soundwelten zaubern. Finde ich sehr überzeugend bis hierher. Was auch noch spannend ist, das ist hier Attack und Sustain. Hier kannst du die Delays ein bisschen spitzer machen oder ein bisschen lascher einfach. Ja? Jetzt wird es lascher. Ich finde dieses Delay-Plugin hier bis jetzt auf jeden Fall ziemlich überzeugend. Ich werde noch eine Weile damit rumprobieren. Und gerade durch diesen internen Ducking-Effekt und die ganzen einfachen und leicht verständlichen Einstellungen kannst du hier sehr effektiv arbeiten. Apropos effektiv arbeiten, wenn du effizienter und schneller beim Mixing zum Ergebnis kommen möchtest, dann empfehle ich dir meinen PDF-Guide Speed Mixing. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du in 10 Schritten schneller zum perfekten Mixing-Ergebnis kommst. Das kannst du dir runterladen, indem du hier oben auf den Reiter klickst. Kostet dich nichts, ist ein PDF. Ansonsten hoffe ich dir, dir hat es gefallen. Wenn ja, zeig es mir mit einem Daumen nach oben und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.